Yo, meine Kinder, was geht ab zu unserer sechsten Ausgabe? Glorious! No, I won't give in! I won't give in! Till I'm victorious! Wenn ihr keine WWE-Fans seid, nö. Müsst ihr jetzt nicht kapieren, ansonsten. Ihr wisst schon. Einfach Road to Glory, okay. Sieh an, sieh an. Ich habe wieder kurze Haare für einen Monat, ehe ich dann wieder aussehe wie ein Hippie. Das ist bei mir ganz, 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 ganz schlimm, aber ich sag mal so, lieber wachsen meine Haare schnell. Als gar nicht. Soll Leute mit dem Problem geben, ne? Außerdem bin ich bei meinem türkischen Friseur wirklich sehr, sehr gerne. Kostet der Haarschnitt nur 13 Euro. Aber ihr wisst es ja, wie es ist. Wenn man da nur 13 Euro dann wirklich hergibt, nimmt man sich irgendwie selbst die Ehre. Kann man so sagen. So, Überblick für heute. In unserem Road to Glory, das weiterhin ohne Geld stattfindet für Coins oder Points, geht es heute um unsere Gewinnspiel-Giveaway-Auflösung. Ja, jemand von euch gewinnt gleich 15 Euro. Wunderschön. Unser Weekend League Team, ja, es steht so gut wie fest, sagen wir mal, ja, ist so. Unsere Martip-Auflösung, unsere erste Road to Glory-Geschichte, ja, hat eine Auflösung gefunden. Dann ganz kurz Squad-Building-Challenge, so ganz kurz angeschnitten. Dann ein Pack-Opening, Champions League-Pack-Opening, da haben wir ein paar Packs. Und Division Rivals-Belohnungen, geil. Und einen kurzen Vorgeschmack auf die siebte Road to Glory-Folge. Gibt es auch. Wunderschön, legen wir gleich los. So, starten wir mit der Giveaway-Auslosung. Nun nach gut 24 Stunden hat das Video über 500 Kommentare, weit über 5000 Aufrufe. Und ja, ich löse es jetzt so schnell wie möglich auf natürlich, weil eigentlich, ursprünglich, war das ja für die Zuschauer und für die Abonnenten gedacht, die Road to Glory allgemein schon verfolgen. Nun sind viele neue Zuschauer und Abonnenten dazugekommen. Habe ich natürlich nichts dagegen, aber wie gesagt, der eigentliche Sinn dahinter war ja, die bereits bestehenden belohnen. Gut, mich würde es natürlich jetzt freuen, wenn ich einen Kommentar lese, beziehungsweise einen Namen, von dem ich sage, hey, den habe ich unter dem Video schon mal gesehen. Jetzt holen wir uns einfach mal die Seite her, das ist Sandra Cyrus oder irgendwie sowas.com. Sandra entscheidet, wer von euch gewinnt. Das ist sehr, sehr ehrenhaft. Für Sandra oder Sandra. Egal. Ich habe das Ganze natürlich auch schon getestet, ob es reibungslos funktioniert. Ja, tut es und ich habe es dreimal gemacht und normalerweise macht man jetzt sowas nicht, aber die drei Testgewinner waren einfach Murat, namenlos und iLoriXX. Ihr habt quasi den Test gewonnen. Aber sonst noch nichts. Ja, ist jetzt schon ein bisschen asozial, aber vielleicht gewinnt ihr ja jetzt wirklich. So, nun kopieren wir hier mal den Link rein. Load Comments. Oh, Schnelldurchlauf. Im Übrigen sehe ich es, 518 verschiedene Kommentare wohl, sehe ich es, wenn ihr zweimal oder mehrfach kommentiert habt, dann habt ihr Pech gehabt. Das ist natürlich Schummeln, wenn man mehrmals kommentiert und das unterstütze ich natürlich nicht. Jetzt schauen wir mal, wer unser Gewinner ist. Trommelwirbel bitte noch. Ich höre jetzt keinen, das ist reingeschnitten. Aber auf los geht's los und ich sage los. MS 200 900 hat für die PlayStation 4 15 Euro Guthaben gewonnen. So wie ich das sehe, war es wohl der 461. Kommentar. Ich glaube, das soll es heißen, ja. Ein Kommentar, 0 Likes, PS4, Hernandez, alles sauber. Herzlichen Glückwunsch. Ich antworte dir unter dem Verlosungsvideo und erkläre dir alle weiteren Schritte. Schade natürlich an alle anderen, aber das war natürlich nicht das letzte Giveaway. Einfach dranbleiben und vielleicht beim nächsten Mal. Habt ihr es Glück? Man muss schon sagen, aus 500 Leuten, ne? Ich habe auch nicht mit so viel gerechnet, aber so ist es halt. Ja, nun ist die Weekend Liga kurz vorm Start und dementsprechend schauen wir nun in unser Team rein. Seit der letzten Ausgabe hat sich nichts mehr geändert, außer dass Roffier aus dem Verein gekickt wurde. Jeder, der mich auf Snapchat oder Instagram abonniert hat, der hat mal gesehen, was Roffier sich da so durchschnittlich leistet. Es war echt... Ich war kurz vorm Ausrasten, sagen wir es mal einfach mal so. Und nach dem Überbock, den ich auch gepostet habe, direkt weg, habe ich mir gedacht, auch wenn Oblak 30.000 kostet, mir scheißegal, ich brauche einen gescheiten Keeper. Weil Roffier Weekend League, dann kann ich gleich jedes Spiel nach einer Sekunde aufgeben. Ist wirklich so, das ist echt, dafür, dass der eigentlich gute Werte hat, eine pure Enttäuschung der Typ gewesen. Also, boah, wir dürfen gar nicht mal weiter drüber reden. Nächstes Thema. Was sich vielleicht unter Umständen noch ändern wird, ist, dass ich den normalen Alaba oder den Champions League Alaba hier als Linksverteidiger reinhaue. Und ja, auf der Bank, vielleicht auch noch zur Erklärung, immer ein Leihspieler. Ich bin halt jemand, wenn ich die schon habe, aus welchen Gründen auch immer,
dann nutze ich sie auch. Nun quasi immer einen offensiven, bis alle aufgebraucht sind. Wir fangen mit Aubameyang an, dann geht es weiter mit Ronaldo, Neymar, Mbappé und so weiter. Dann haben wir noch zwei Supersubs zu einem Meunier mit wirklich mega kranken Werten. Bei dem warten wir im Endeffekt nur darauf, dass er weiter steigt. Und bis dahin, als Supersub kann man fast überall einsetzen. Und aus dem neuen Team der Woche, Guarin, Guaran, Guaro, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir ihn gegönnt für, weiß gar nicht, 11.000 Coins. 11.000 Coins, das ist schon, ist nicht schlecht. Guckt mal auf die Werte. 70, 82, 81, 79, 70, 86 für eine 81er Karte. Ist das krank? Angeblich ZDM und hat einen Schuss von 82. Nicht mal Coman oder Dembélé haben einen Schuss von 82 und sind angeblich hier Flügelstürmer. Ein Scheißdreck. Dann hat er noch 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, hoch, hoch, Arbeitsrate. 1,83 ist er auch nicht der Kleinste. Das ist ein Biest. Also wenn ihr einen Supersub für um die 10.000 sucht, bitteschön. Und ansonsten werden wir ja sehen, wie es in der Weekend League läuft. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Champions League. Champions League Trading. Endlich Trading. Geil. Es gab ja am Dienstag eine neue Squad Building Challenge und da hat man diese neuen Champions League Karten regulär ziehen können, dass man sie quasi auch verkaufen konnte. Dementsprechend sind da schon ein paar auf dem Markt, aber vor allem bei den High-Rated Spielern nicht wirklich viele. Was könnt ihr also machen? Von Dienstag bis Mittwoch war es noch so, du konntest die Spieler nur so traden bzw. schnell zuschlagen, weil es keinen Filter gab. Die Spieler liefen nicht unter Spezial. Das hat EA jetzt mit dem Patch oder was auch immer, das haben die allgemein geändert, Alaba Spezial, findet er. Gestern am Mittwoch noch war das nicht so. Da war es sehr schwierig, diese Spieler zu snipen. Jetzt ist es wieder ein anderes Thema. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ihr den Markt einfach beobachten müsst. Es gibt nicht viele Karten und das ist unterschiedlich. Mal gibt es eine Seite, mal gibt es zwei Seiten. Mal kostet Alaba 150.000, dann auf einmal wieder 170. Eine Stunde später ist er für 120 auf dem Markt. Ihr müsst eigentlich nur schauen, dass mal jemand auf den Markt kommt, der extrem billiger ist, von dem ihr wisst, wenn ich den jetzt wieder eine Stunde reinstelle, mache ich Plus. Ich zeige es euch einfach mal, wie es bei mir war. So, hier seht ihr es, Kandidatenliste. Alaba. Einfach mal einen drauf gehabt. Wie gesagt, anders konnte man da noch nicht traden. Dann habe ich drauf geschaut, habe gesehen, 120.000, seht ihr das? 120.000 ist der drin, sofort Kauf. Und die anderen 210. 175, 150, um die 150. Das ist eine extreme Lücke zwischen 120.000 und 150. Genau die habe ich ausgenutzt. Also bin ich zurück und habe ihn mir für 120 sofort gekauft. Aufpassen. Habe ihn aber natürlich nicht behalten, sondern direkt wieder verkauft. Ich habe ihn dann reingestellt. Weiß gar nicht, waren es 145? Ja, 145.000 Coins. Das heißt, wir haben dadurch über 17.000 Coins Gewinn gemacht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Für so einen nicht vorhandenen Aufwand. Und er hat sich natürlich auch verkauft, zeige ich euch nun auch. So, da gehen wir auf den Transfermarkt. Und oben aktualisiert sich schon der Stand. 145.000 Coins verkauft für uns. Wunderbar. Da müsst ihr echt dranbleiben und aufpassen. Der Markt entwickelt sich bei diesen Karten bzw. bei Karten, die nicht oft auf dem Markt sind, sehr, sehr schnell und sehr unterschiedlich. Wie gesagt, eine Karte kann um 15 Uhr für 100.000 die billigste sein und zwei Stunden später für 150.000. Es geht extrem schnell, extrem aufpassen und wenn ihr euch nicht sicher dabei fühlt, lieber nicht machen, wie ihr seht, es geht um viele Coins. Oder alternativ einfach einen Spieler nehmen, von dem ihr sagt, gut, wenn er sich nicht verkauft, spiele ich ihn einfach. Ist gut für mein Team und fertig. Dann steht ihr wenigstens nicht mit leeren Händen da, ne? Trading, was ich auch wieder gemacht habe, war Squad Building Challenge Trading. Ich habe Dienstag um 19 Uhr auf neue SBC spekuliert, sind dann auch gekommen. Dann habe ich direkt die Anforderungen angeschaut und direkt reingegangen und investiert. In dem Fall Ajax und Bayern, hat man Bayern oder Ajax Spieler gebraucht. Da habe ich einfach geschaut, wer sind die günstigsten Bayern Spieler, wer die günstigsten Ajax Spieler. In dem Fall Onana und Wagner. Und hier seht ihr es, Onana, gleich zugeschlagen, 900 Coins. Der ging, ich weiß gar nicht, wann war denn das? Steht das da mit dabei? Nö, ungefähr eine halbe Stunde später, eine halbe Stunde später. 900 gekauft, für 3, 4 sofort wieder weg. Am Ende sah das dann quasi so aus. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3.
Ich hatte noch 3-4 Wagners mehr, aber da hatte ich die Liste schon gesäubert. Von dem her nicht wundern. Auch hier wieder übler Gewinn und das habe ich euch bei FIFA 18 ja schon erklärt. Ihr müsst darauf wirklich gut vorbereitet sein. Vor 19 Uhr schon ein bisschen was herrichten, Footbin, Foothead, Spielerdatenbank und dann direkt pam, 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 suchen, schauen, billigster Spieler, Transfermarkt zuschlagen, fertig. Man kann eigentlich vor allem jetzt am Anfang nur Gewinn machen, ihr seht es ja, übler Gewinn wieder. Und ja, jeder der von euch Road to Glory seit Ausgabe 2, glaube ich, verfolgt, weiß, wir haben Martip wegen Team der Woche gekauft und investiert und haben gesagt, gut, mal schauen, für wie viel er weggeht, ob wir Plus machen. Letzten Endes kam nur eine Top-Partie, bei der man eben Liverpool-Spieler benötigt hat. Dann ging der für 9.500 Coins weg. Zur Erinnerung, wir hatten ihn zweimal für 1,5 geholt und einmal für 1,7. Einmal habe ich ihn dann natürlich selber benutzt für meine SBC. Zweimal habe ich ihn für 9.500 Coins verkauft. Ja, was willst du da noch großartig dazu sagen? Das ist natürlich ziemlich krank. Doch, ja. Und glücklich. Ansonsten wäre er, glaube ich, für 2.000 oder so weggegangen. Wäre jetzt nicht mega Gewinn gewesen. Was ich auch gesagt habe, kurz anschneiden Squad Building Challenge. Ich habe zum Beispiel die Champions League Upgrade SBC nur einmal gemacht. Ganz einfach aus dem Grund, mir ist es einfach zu unwahrscheinlich, dass man da was Gutes zieht. Auch hier wieder der Hinweis, ballert da bitte nicht eure gut ertradeten Coins einfach wieder für so einen Scheißdreck raus. Hier, ihr seht schon, ich habe da wirklich Spieler benutzt, die man mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit jetzt erstmal nicht brauchen wird. Klar, kann trotzdem eine Top-Partie oder so kommen, aber eher nicht. Genauso cool lief es mit der Scheinwerfer-SBC. Ich habe es euch ja, glaube ich, sogar in der ersten Road to Glory-Ausgabe gesagt. Ich bin jemand, der hortet die Spieler am Anfang, weil aus meiner Sicht ist das nicht verkehrt. Genau wegen solchen Squad-Building-Challenges ist es nicht verkehrt. Ich hatte hier alle im Verein, den einzigen, den ich kaufen musste, war der Rechtsverteidiger von Donetsk. Alles andere konnte ich so benutzen und abschicken. Seltenes Elektrum-Spielerset, geschenkt eigentlich. Das ist der Wahnsinn. Das quasi nochmal als Erinnerung. Eure gut ertradeten Coins bitte nicht einfach wieder rausklatschen. Es gehört wirklich auch zum Traden mit dazu, dass ihr eure Coins sinnvoll ausgibt. Ist einfach so. Was hilft es mir, wenn ich mir meinetwegen von jetzt auf gleich 10.000 Coins ertrade, aber die 10.000 Coins dann wieder aus dem Fenster rauswerfe? Da hast du ja nichts davon. Das ist ja Unsinn. So viel dazu. Jetzt gönnen wir uns kurz unsere Belohnungen. Letzte Woche haben wir ja die Münzen genommen. Und diese Woche nehmen wir mal Option 3, oder? Machen wir es mal für euch. Wir geben jeder Option mal eine Chance. Ich habe ja eigentlich gesagt, Option 1 würde ich niemals nehmen, weil untauschbar. Aber ich glaube sogar Option 1 werde ich mal nehmen. Weil wenn du dann High-Rated Spieler hast, so 83, 84 oder mehr, ist ja auch nicht verkehrt. Dann kannst du die wenigstens für Squad-Building-Challenges ausgeben. Weil, dass wir jetzt einen brauchbaren für unser Team haben, wäre wirklich sehr unwahrscheinlich. Das wisst ihr ja, habe ich euch ja schon erklärt. Nur 44.000 Münzen, naja. Und hier haben wir eben ein Mega-Pack und ein 50k-Pack. Und müssen hoffen, dass wir da was ziehen, was mindestens 44.000 Coins wert ist. Wäre schön. Bestätigen. So, dann haben wir nun 7 gute Packs. Gerade stand da noch eine 8. Nicht wundern, das war ein Bonus-Set. Bronze. Und ja. Dies ist das Pack-Opening mit unserer letzten Chance auf einen Once-to-Watch-Spieler. Aber eine Icon oder so würde ich natürlich auch mitnehmen. Haha. Okay. Prime-Gold-Spieler. Da habe ich immer ein gutes Gefühl bei dem Pack. Oh bitte, lass mich nicht in Stich. Oh bitte. Ja. Wall. Oblak? Ne, Matic. Mhm. Hm. 86er mittlerweile. Ja, ja, gar nicht gewusst. Hätte jetzt gedacht, so 84, 85. Geht fit. Was ein Walkout, Alter. Verstörend. Weiter machen wir mit dem Megapack, weil Megapacks mag ich nicht. Hör auf, yay, hör auf. Info deine Pepe. Der Pepe. Wunderbar. 85er nochmal. Weiter geht es mit dem halben 50k-Pack. Gucken wir mal. Wieder eine Wall. Oh, wow, wow. Jetzt geht's aber ab. Frankreich. RM. Das ist Tauwin, oder? Oder Tauwar. Tauwin, Tauwar. Ist mir doch scheißegal, aber es ist eine 84er und das geht absolut klar. Das ist so EA am Gönnen, ja, aber so
Gönnen? Nee, zumal im 50k-Pack jetzt noch was richtig Gutes drin sein muss, damit wir unsere 44.000 Coins reinholen. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit den Champions League Packs. Belgien. Stürmer. Batshuayi. Kajerabek. Auch ja. Ja, die sind jetzt nicht ultra schlecht. Und es gibt viel schlechtere Spieler, aber keine Karten, die man halt spielt, ne? Ja, dann nehmen wir noch das tauschbare Champions League Pack. Auch nochmal ein Seltener mit dabei. Komm, EA, komm. Gib's mir. Gib's mir. Italien. Innenverteidiger. Das ist Juventus. Basagli. Weiß ich nicht, kann man sich darüber freuen? Er hat üble Defensivwerte. 90. Tempo und Physis gehen auch klar, aber ich bin weit von dem italienischen Team entfernt aktuell. Daher schauen wir mal, was er wert ist. Ja, um die 20.000, gut, ja. Nehmen wir mit. So, 50k-Pack und ich hab's irgendwie im Gefühl, dass EA uns sagen wird, tja, Shibi, fuck you. Das ist dafür, dass du nicht die Coins genommen hast. Nosepack hat uns das letzte Mal Glück gebracht. Buffon? Nee, das ist, ja, Viviano. Leck doch meine Eier. Ja, an Walls und Walkouts hat EA heute nicht gespart, aber es hat halt der Kracher gefehlt. Ganz einfach. Allgemein, wenn man jetzt schon berechnet, was wir an Packs gezogen haben. Es fehlt einfach mal ein Spieler über 100.000. Pam, pam, pam. Es gibt so viele Icons. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Ihr wisst einfach, was ich meine. Aber ich bin zuversichtlich, dass das Packluck, das richtige Packluck, noch kommen wird. Und ja, kurze Vorschau auf Road to Glory 7. Das wird am Weekend League Wochenende gemacht werden. Da werden wir nochmal eine kurze Zusammenfassung machen, wie ich so innerhalb von gut 10 Tagen an meine ersten um die 500.000 Coins gekommen bin. Da werden wir quasi nochmal mehr übers Traden reden, damit ihr da Bescheid wisst. Und ansonsten danke mal wieder fürs Zuschauen. Ich sehe gerade, wir recorden mal wieder seit 5 Stunden und daher finden wir nun ein Ende. Haut rein, schönes Wochenende und so weiter und so fort. Tschö.